Aber war ich jetzt hier schon hinter? Oder meinst du, mal gucken, ob ich hier nochmal hinterkomme? Ja, hier kommt man nämlich auch nochmal hin. Da will ich vorher noch einmal schauen. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ekelhaft. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Deko. Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Ah, totes Schwein. Guck mal, es wurde ausgenommen. Ja, und was haben wir bei dem Tod von Josh gesehen? Bei dem Tod von Josh gesehen, wo da die Eingeweide rauskamen. Ja, Freunde. Ja. Ja. Da wurde erstmal schön der Darm entfernt. So, jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß nochmal hier an. Wir haben jetzt noch ein paar neue Sachen hier. Ein Stapel alter Zeitungen mit einem Bericht über Blackwood Pines. Der Poststempel deutet aber darauf hin, dass sie vor kurzem gedruckt wurden. Haben wir hier noch Schönes? Batterien, Schalter und Timer, die alle miteinander verkabelt sind. Jemand scheint damit Elektrogeräte per Fernsteuerung kontrolliert zu haben. Ein Schweinekadaver, der von der Decke hängt. Er wurde vor kurzem ausgeweidet. Yes. Fotos, die mit einem Teleobjektiv aufgenommen wurden. Der Psychopath hat eine lange Zeit auf der Lauer gelegen. Wobei, warum hat er dann ein Foto von Josh? Warum hat er dann ein Foto von Josh da drauf? Ich meine, wenn er davon ausgeht, dass wir nicht hier runterkommen, um das alles aufzuklären, warum hat er ein Foto von Josh da drauf? Bei, war es auch in der richtigen Reihenfolge? Ich guck gleich nochmal. Blutige Haken und Ketten, das sieht nach Schlachthauszubehör aus, yes. It does. Hier irgendwas finden? Nö. So, warte mal, ich will noch mal kurz drauf gucken, ob es wirklich in derselben Reihenfolge ist. Ich meine, die Sam hatte doch irgendwie die Augen so durchgestrichen, oder? Ah, guck sie an. Ach, man hat bloß, glaube ich, die oberen nicht gesehen jetzt gerade, oder? Oh, warte mal, hier haben auch noch was. Ach, die Zwillinge. Ach, jetzt weiß ich auch. Okay. Also, scheinbar Beth und Hannah waren Zwillinge. Jetzt wissen wir da schon mal Bescheid. Können wir hier auch noch mal kurz mal schauen. Ein Brillenetui mit Hannahs Initialen auf der Rückseite. Hannah hat ihre Brille an dem Tag getragen, an dem sie verschwand. Beth hatte ihr Handy immer dabei. Sie musste in der Nacht ihres Verschwindens hier vorbeigekommen sein. Möglich. Ein Vermisstenplakat für Hannah Washington. Ihre Tätowierung und ihre Brille werden erwähnt. Ein Vermisstenplakat für Beth Washington. Ihre pinkfarbene Jacke und ihre Mütze werden erwähnt. Aber das wollte ich jetzt gar nicht mal gucken, sondern... Oh, hier haben wir auch noch so viel, ne? Vielleicht sollten wir hier nochmal kurz einmal schauen. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Karte mit Markierung eines Bergbauingenieurs, die Statikmängel in der Mine zeigt. Offenbar wussten die Besitzer über Einsturzrisiko Bescheid. Laut dem Telegramm haben die Besitzer versucht, das zu vertuschen. Yes! They did. Hier haben wir auch nochmal ein Update. Oder? Na? Nee, ist kein Update, oder? Schriftrechnung der Bergarbeiter. Naja, darum gebeten hat, Betten für Bergarbeiter vorzubereiten. Okay. Kaputte Kamera, Sanatorium. Die Linse dieser Kamera ist zertrümmert. Also, Update müssen wir vielleicht mal lesen. Das muss die Kamera sein, die in dem Zeitungsartikel erwähnt wird. Jemand wollte unbedingt verhindern, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit gelangen. Das ist ja vielleicht mal zwischendurch mal häufiger machen sollen, ne? Update. Der Bericht erwähnt 12 Bergarbeiter, aber aus der Mine wurden 30 Stechuhrkarten geholt. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Es gibt keine Hinweise darauf, was mit den anderen 18 Bergarbeitern passiert ist. Keine Hinweise? Ah. Update. Auf dem Foto waren nur 12 Überlebende zu sehen. Ich habe 30 Stechokarten aus der Mine. Die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter beim Unglück von 5. Januar. Wahrscheinlich wollten sie einfach nur die gerettet haben, und sie haben es dann nur gesagt, dass nur 12 drin waren. Einfach damit es nicht heißt, okay, da sind welche gestorben. Haben wir noch ein Update zu? Weil den Artikel haben wir gelesen gehabt. Meine Company, Blackwood erklärte,
Dauernswert und ein umfangreicher Antenne. Okay, Nachforschung. Ein Stuhl mit Lederriemen, um Patienten zu fixieren. Es befindet sich Blut darauf. Sieht aus, als hätte man ihn in einem seltsamen Experiment verwendet. Das ist möglich. Okay. Ja. Date. Reibung, Angriff durch Insassen. Okay, tödliche Fleischwunde. Ein entstellter menschlicher Kopf, eingelegt in Formaldehyd. Okay, aber das ist jetzt gar nicht mal das der Unbekannte. Also wir haben einmal hier haben wir irgendwas, was da richtig, richtig doof passiert ist. Ja, also wir haben jetzt hier mehrere Stränge. Dann nochmal mit den Zwillingen. Ja, wobei jetzt die als Geister sehen. Dann halt, wie gesagt, das, was 1952 passiert ist. Und dann nochmal der Unbekannte, wo wir ja davon ausgehen, dass es der liebe, dass es der liebe Jeff ist. Aber es ist trotzdem in der falschen Reihenfolge, seht ihr das? Weil die Sam ist nämlich nicht ganz oben, die ist nämlich unten. Gucken wir uns das nochmal an. Die hat auch durchgestrichene Augen. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist falsch. Oh, kriegt man einen Logikfehler gefunden, sehr schön. Wir gehen mal weiter. Ach so, okay, never mind. Ja, gut. Vielleicht auch das. Maybe even that. Sollen wir noch was Schönes? Hallo. Oh, warte mal, da vorne ist eine Tür. Wollen wir uns erstmal da gucken? Komm, wir gucken erstmal hier, aber die wird wahrscheinlich zu sein, oder? Oh, die ist offen. Chris, lass mal hier gucken. Was werden wir hier wohl sehen? Hallo? Oh mein Gott! Echt was war? Was haben die getan? Chris, das ist vom letzten Jahr. Ich denke, ein kleines bisschen. Komm schon. Ja, das dumme Streich. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Sie ist hier. Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so. So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, Scheiße. Wow. Du warst damals wirklich begeistert davon. Matt? Was macht ihr denn hier? Das ist grauenvoll. Ich bin nicht so mies. Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Nie wiedersehen. Oh. Nein. Oh, Chris. Was ist denn hier los? Ash, ganz ruhig, okay? Ich krieg das nicht hin. Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde komm fliegt runter. Hier was runter. Hör mir doch einfach was? Mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Okay. Und Anne Ohren, vielen Dank für deinen Reset, für deinen fünften Reset. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Natürlich einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Tschüss. So. Guck mal weiter. Jetzt wird doch nicht alles sein hier, oder? Kann ich es nochmal anmachen? Nee, ne? Ihr wollt das Video nur einmal gucken, bis ihr nie wieder gucken kann. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass es nochmal macht. Aber hier an der Stelle. Okay. Okay. So. Okay, so ist gut, oder? Kann man so lassen, sagt er? Nochmal kurz so. Das ist auch in Ordnung, oder? Okay. So, ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Hadelschlänge, bitte beruhigen Sie sich. Sexy Hintern, ja, hat was, ne? Hat was. So, aber wir gehen mal kurz dann hier in die Richtung, ja, Alter. Mit schnellen Schrittes. Hallo? Geht immer dahin, wo der Christ nicht hingeht. Ja, vielleicht ist Licht da noch irgendwo was. Aber ich glaube, hier komme ich auch nicht weiter. Nö.
Ja, Chris, ich komme jetzt, bitte. Ja. Please hold the line. Bei mir ist alles beleuchtet, ne? Warum? Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab's Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Ich folge jetzt dem Chris. Okay, du hast recht, ich komme. Ich habe keinen Bock, da alleine rum runterzugehen. Oh. Ich dachte schon, dass du mich. Na komm. So, wir müssen kurz einmal gucken, was passiert ist. Da scheint ja der Typ zu sein. Also ja, wahrscheinlich Josh oder was. Ashley ist Chris gefolgt. Ashley sah nicht, wer in der Werkstatt war. Ja, das ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Warum lässt er jetzt mich schon wieder vorstiefeln? Warum kann ich inzwischen, wenn ich ja nicht mal sehen kann? Braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Man muss das vielleicht nochmal irgendwie begucken, wenn das jetzt hier als Hinweis zählt. Oder geht das nur bei manchen Sachen? Na gut, wir gehen mal weiter. Hier müsste er irgendwo sein. Na, noch ein paar Eingeweide. Oh oh. Ja, das sind Sams Kleider. Das ist krank. Das ist total krank. Dieser Psycho war also hier unten, ganz sicher. Glaubst du, er ist immer noch hier? Ich hoffe nicht. Was soll dieses Ding überhaupt hier? Das würde ich auch gerne wissen. Also scheinbar mag der Depper der das auch so, ja, ne? Wenn man Puppen einfach mal so ein bisschen an die Haken hängt, so als Vorbereitung zum Testen. Können die Happy Pinata spielen? Ach, schade, ich kann ihn nicht bewegen. Das wäre jetzt natürlich noch cool gekommen. Das wäre jetzt natürlich noch richtig cool gekommen. So, ich glaube, wir gehen mal weiter. Aber schon irgendwie ein bisschen krank, ne? Hat er extra ihre Klamotten genommen, ja, die sie vorm Baden ausgezogen hat, ja, um dann schön der Puppe das anzuziehen. Wahrscheinlich noch ein bisschen dran geschnüffelt. Oh, da höre ich sie doch. Können wir uns jetzt beeilen oder können wir jetzt hier noch gucken? Ich glaube, es war nicht ganz so dringend, oder? Ich glaube, es war nicht ganz so dringend. Aber da hinten komme ich auch lang, ne? So viele Möglichkeiten. Wobei, hier komme ich nicht weiter. Komme ich hier weiter? Oh, hier komme ich weiter. Aber hier sind wieder zwei Türen, ne? Können die nicht hier durchgucken? Können die nicht hier einfach mal durchgucken? Ich geh mal von der Seite rein. Vielleicht geht die auch gar nicht auf, man weiß es nicht. Okay, geht nicht auf. Damn it, guys. Sonst haben wir ja auch nichts Tolles, ne? Das heißt, wir müssen jetzt hier rein. Let's go! Hallo! Oh, Chris! Oh nein! Hallo? Sam? Sam! Chris! Ist sie tot? Wo bin ich? Sie ist nicht tot! Woher weißt du denn? Sie atmet noch! Sehr gut! Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos! Oh nein, das ist übel. Ganz oh, von hinten! Wir müssen sie hier rausschaffen. Oh, Chris. Oh, shit. Ah. Geh weg! Bleib mir gefährlich, Bob. Oh yeah! Take this! Ash! Ash!
Auch schon wieder sowas? Oh, scheiße, Ash, was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Oh. Du perverses Stück Scheiße. Monster. Oh, die Jungen, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand. Da liegt die Knarre. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Oh. Was? Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf! Sag's! Wir reden immer drum herum. Und jetzt? Ich mein, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris! Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ah! Ashley, ich hol dich raus! Ich lass dich echt sterben! Schon wieder so ein Scheiß? Ich verstehe das gar nicht wirklich, ne? So, wir hatten Führungstotem. Ich muss da jetzt mal kurz einmal nachschauen. Ich glaube, da hat er sich selbst die Knarre an den Kopf gehalten, ne? Ne, das war falsch. Okay, der hat's hingelegt. Nee, nee. Nein! Das kannst du nicht, Chris. Bitte nimm mich! Na, hallo? Das wollte ich nicht. Ich müsste jetzt, in der Theorie dürfte ich ja gar nichts machen. Freunde, oder? Führungstotem sagt, hinlegen. Ja. Ich mach jetzt gar nichts, Freunde. Chill jetzt. Wir chillaxen jetzt. Du bist krank! Ein krankes Schwein! Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Wir haben überlebt. Ach, Freunde. War gut, oder? War gut, sagt er. Nein! Wir haben doch noch ein bisschen was. Ja, wir haben vor allem auch noch den Montag. Ja, den Mittwoch. Tu es nicht.
Freunde, ja, wir hatten dafür am Mittwoch super, super lange, ja, war so gut, dass wir noch ein Kapitel spielen. Du hörst jetzt nicht auf, bitte beruhigen Sie sich. Bitte, bitte beruhigen Sie sich, ja. Seht's mal so, ja, seht's mal so. Ich brauche noch ein bisschen, bitte. Seht's mal so, ja, je länger wir das Spiel spielen, desto schneller ist das Spiel vorbei. Ja. Je länger ist das, je schneller ist das Spiel vorbei. Aber. Du machst uns traurig. Will ich nicht. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Wollen wir doch noch ein bisschen weitermachen, sagt er. Bisschen noch. Ganz klein bisschen. Ganz bisschen weiter noch. Bringt er noch ein bisschen Zeit mit? Habt ihr noch ein bisschen Lust? Oder sagt er so, ja, ach. Eigentlich war das jetzt ja eigentlich voll. War nicht wirklich spannend. Oder? Hau rein, Paul. Okay, komm. Also Eckhard Bock, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Und Stefan, vielen Dank für deinen Resub im 15. Monat. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wen hat Paula jetzt gewählt zum Erschießen? Selbst. Indem ich nichts gedrückt habe. So, wir machen weiter. Wow, das ist schräg. Hey! Leute, kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Alles, nur du entscheidest. Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Mal rüber navigieren. Komm mal schneller da! Ah, jeder Gamer kennt das. Jeder Gamer kennt das. Here I am. Sehr schön. Schnell. So, jetzt schneid dir nicht in die Füße. Und was lustig an der ganzen Sache ist ja, ihr habt alle recht, das Handtuch hält bombenfest, ja. Er ist weiter unten, sie kniet sich dahin. Also ich glaube, er hatte eine sehr, sehr gute Sicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, er hatte eine sehr, sehr gute Sicht. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. I'm pretty damn sure about that. Ja, und Captain Iglo, vielen Dank für deinen Raid. Und natürlich einen wunderschönen guten Tag an dich und deinen Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt einen schönen, schönen Stream gehabt. Und ihr könnt mal kurz einmal auf den Link draufklicken und dann mal ein Follow da lassen. Ich glaube, das freut den Captain Iglo. Ein kranker Scheißfilm. Oh. Sehr aussieht. Ja, ich glaube auch. I'm pretty sure about that. I'm pretty damn sure about that. So. So, wir gucken uns aber zunächst einmal um. Ja, vielleicht krieg. Ja.
Ja. Einfach ja. Und man kannst nur ein Beinchen heben da drauf? Ich will es mal testen, einen Moment. Nur ein Beinchen. Nur ein Beinchen. Warte mal ganz langsam. Nice and slow. Ja, ja. Machst du richtig? Ah, auch okay. Nevermind, sie geht automatisch direkt weiter. Hinweis entdeckt, Videokamera. Wow, bitte beruhigen Sie sich. Es ist alles für die Wissenschaft. Oh, ist auch noch eine Tür? Hier werde ich wahrscheinlich nichts machen können, ne? Lust mal euch durch und durch. Maybe. Maybe. Warte mal, ich will kurz mal schauen, was der Hinweis mir eventuell noch sagt, aber ich glaube wahrscheinlich nicht ganz so viel. Oh, wobei, warte mal, hier haben wir auch noch was. Deswegen hat es wahrscheinlich geholt. Update. Diese Lampe passt in den Projektor, der in dem alten Hotel gefunden wurde. Originallampe, okay. Schauen wir uns hier nochmal kurz an. Eine Videokamera auf einem Stativ, die auf einen Stuhl gerichtet ist. Der Psychopath sammelt Aufnahmen von dem, was hier vor sich geht. It's a psychopath. So, gehen wir mal hier raus. Oh, wir haben unseren Rucksack noch. Und eine Taschenlampe. Was ein Zufall. What a coincidence. Und da ist die Tür mal nicht abgeschlossen. So, wir gucken uns aber erstmal nochmal um. Oh, hä? Ich wollte eigentlich... Einen Moment. Okay, ich scheine nicht in die andere Richtung zu können. Geht nicht. Also das heißt, wir müssen jetzt hier vorwärts. So, wir schauen uns mal kurz um. Wobei, der müsste doch hier links sein, oder nicht? Der müsste doch hier sein. In Theory. Dann komm mal her, Matt. Ne, Mike ist es ja. Oh Gott. Der Mike. Schön, dich zu sehen. Na, zieht sie sich jetzt an? Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Ja, klar doch. Boah! Ist sie schnell. Boah, ist sie schnell. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Was war das? Ist das... Wein? Ah, die leben aber noch, sehr gut. Nein, 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 nein! Geh weg! Oh, Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt? Fuck it, I knew it! I knew it, guys! Oh shit! Sherlock Potter. Fucking knew it. Oh. Ja, also wenn sie noch länger da so hängt, ja, dann wird das ganze Blut quasi in ihren Kopf geleitet und sie wird sterben. Ja, aber sie sieht ein bisschen so aus wie bei Mission Impossible. Schwing mich noch ein bisschen mehr. Und jetzt! Oder auch nicht. Jetzt nochmal. Oh, erstmal geht's. Oh, das war jetzt aber mehr als Reflex, ey. Hui, der. I would leave. I would run if I were you. Oh.
Ja, guck doch noch 20 Stunden da drauf. Anstatt zu laufen. Kein Thema. Ey, ganz im Ernst, du hast verdient zu sterben. Okay. Sieht doch gut aus. Erstmal schöne Fackel.